Edelstahl und beschichtete Materialien Mit Schwenkbiegen lassen sich nicht nur Stahlbleche oder verzinkte Bleche kanten, sondern diese Technologie eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von besonderen Materialien. Beginnen wir mit Edelstahl. Bei der Verarbeitung dieses Werkstoffs kommt es häufig auf ein perfektes Oberflächenfinish an. Abdrücke oder Kratzspuren auf den Sichtflächen sind daher unbedingt zu vermeiden. Hier spielt das Schwenkbiegen eine seiner Stärken aus. Solche empfindlichen Bleche sind meist mit einer Folie überzogen, die die Oberfläche der Bauteile während der gesamten Bearbeitung schützt. Schon beim konventionellen Schwenkbiegen gibt es daher nur eine sehr geringe Bewegung zwischen Blech- und Biegewangenwerkzeug. Das Maß des herausstehenden Schenkels ist vor und nach dem Biegen nahezu gleich. Kein Schaben durch Relativbewegungen bedeutet natürlich auch keine Kratzspuren auf den fertigen Oberflächen. Die RAS-Biegezentren steigern diesen Qualitätsanspruch sogar noch weiter. Beim dort verwendeten 3D-Biegen werden Kratzspuren durch eine gleichzeitige Schwenk- und Hubbewegung der Biegewange gänzlich eliminiert. Hierdurch kann man teilweise sogar auf die Schutzfolie verzichten. Kratzfreies Biegen ist natürlich auch bei farblich vorbeschichteten Blechen ein großes Thema. Bei solchen Anwendungen kann man auf den Oberflächenschutz meist nicht gänzlich verzichten, aber dünnere und leicht lösbare Schutzfolien wählen. Vermeiden sollte man, dass die Farbe beim Biegen zu stark gedehnt wird, was zu sichtbaren Farbveränderungen oder sogar zum Aufbrechen der Farbe an den Biegekanten führen kann. Oberwangenwerkzeuge mit einem kleinen Radius an der Vorderkante vermeiden ein zu scharfkantiges Biegen. Zusätzlich kann man Biegewangenwerkzeuge mit Kunststoffeinsätzen verwenden. Solche Werkzeuge sind auch beim Biegen dickerer Aluminiumbleche empfehlenswert. Der Radius bewirkt eine sanfte Dehnung und das Kunststoffmaterial gleitet am Blech entlang, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Schwenkbiegen. Für edelstahl und beschichtete Materialien bestens geeignet.